Da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass wir das easy machen können. Ist halt wichtig. Ja. So, und da ist er in unserem Land drin. Hier gibt es keine Rebellensiedlung mehr. Er hat keinen Grund, hier reinzugehen, außer sich Vilnius zu schnappen. Weil Vilnius natürlich keine Soldaten-Intos hat. Das ist für den easy. Nehme ich mal etwas näher rein. Vielleicht bringt das irgendwas. I don't know. Reims macht Aufstand. Das ist nichts Neues. 2 Stunden bis zum Bordell. Das ist eine Taverne. Wirtshaus. Okay, hat nichts von beiden. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe echt, das reicht. Kann ich hier noch was wegnehmen? Dass das manchmal nicht funktioniert, die riecht auf. Es hilft aber auch nichts mehr dann, ne? Das ist ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Es hilft gar nichts mehr dann. Vielleicht ein paar orthodoxe Priester. Und du gehst zurück, das lohnt sich nicht. Das schaffen wir so nicht. Die mochten die alle nicht, ne? Hm. Na, lassen wir mal so. Falls es gleich dann Revolte gibt, habe ich direkt einen General da drin. Ja, Maul halten. Ich würde tatsächlich jetzt gerne direkt weiter nach Bern, wenn ich ehrlich bin. Alter, bin ich ehrlich, ehrlich. Kann ich die rausnehmen, ohne dass es Probleme gibt? Nope, Sir. Jetzt gibt's. Jetzt ist in Ordnung. So, dann wollen wir mal ein paar Bodentruppen. Okay, müssen wir eine Runde warten. Nevermind. Du wolltest nach Nürnberg. Das ergibt Sinn. Das ist machbar. Okay. Die Angst steigt, Leute. Die Angst steigt, aber bis zum geht nicht mehr. Ja, Reims wird nicht lange. Vielleicht schon nächste Runde. Oh, der Spion scheint gestorben zu sein. Das ist sehr schön. Das freut mich. Was Freches dulden wir auch nicht. Erfolgreicher Kreuzzug. Jerusalem. Wer hat sich das denn gesnackt? Die Venezianer. Okay. Aufstand. Und natürlich das Rathaus zerstört, so ein öffentliches Gebäude, was die Leute gerne mögen. Ja, bringt eh nichts mehr drauf geschissen eigentlich. So. Ab nach Bern, würde ich sagen. Bern ruft uns. Okay, das sind too much. I see. Okay, es sind immer noch zu viele. Sag mal. Eben war das kein Problem. So ist okay. Wir brauchen halt noch ein paar Bodentruppen für die Belagerungsgeräte. Dürfte für Bern vielleicht sogar reichen. Da sind gute Einheiten drin. Mal schauen. Befinden sich nun mal im Krieg. Ägypten, Frankreich, Mailand, Frankreich. Das läuft bei Frankreich. Na gut, Afrika, Ägypten war klar, wenn sie da unten die Hauptstadt haben wollten. So. Wart mit euch. Dann müsst ihr auch mal langsam irgendwie mal hier ins Laufen kommen, ne? Keine Ahnung. Nürnberg macht schon wieder. Frankfurt, what's your fucking problem? Ich hab kein Geld natürlich jetzt, ne? Ist ja nice. Nürnberg reicht nicht. Definitiv reicht es noch nicht. Boah, ich möchte jetzt nicht Frankfurt an so eine Scheiße verlieren, ne? Also wirklich nicht. Gehen wir zurück dann. Vielleicht reicht es ja noch. Okay. Ja, sieht sehr bedrohlich aus. Ich hoffe, dass die Polen noch vielleicht ein bisschen schwächen können. Aber das sind so viele, da können sie nicht viel machen. Kiew sieht jetzt auch aus, ne? Sieht ja schön aus wie eine Stadt aus dem Süden. So schnell ändert sich das alles. War hier nicht auch noch ein Mongole? Wo ist der denn hin? Hier ist er zurückgelaufen, um von hinten aufzuräumen, ja? Leicht für ihn wär's. Ich glaube, die Linie, die ich hier gezogen habe, ich glaube, die bringt nichts mehr. Ich glaube, die scheißen auf diese Linie. Ja, gut, ja, gut. Ansonsten, du bist jetzt schon da, sehr gut. Sehr viele Bogenschützen, müssen wir mal gucken. Also viel mehr können wir nicht machen. So, die Belagerung, die ich jetzt bisher am Laufen habe, die müssen auf jeden Fall so weitergehen. Okay. Brügge könnte wieder in unseren Besitz fallen. Theoretisch. Vom Ding haben wir mehr Männer. Heißt natürlich nichts. Wir haben ganz gute Truppen. Wir haben aber nur 2-mal Kavallerie dabei. Und 1-mal so eine große Armee. Also sagen wir ganz grob gesagt, wir haben 1 Kavallerietruppe. Ja. Okay, die haben auch 1-mal. Da ist schon mehr drin. Wir müssen sehr viel mit Fernkampf arbeiten. Und die Kavallerie, die wir... Ja.
die wir haben, die würde ich natürlich eigentlich gern für Armbrustschützen nutzen, Artillerie, wie halt die Ballisten hier und Teil der Stadtmiliz, aber mit so wenig kann man nicht so viel tun. Aber wir haben sehr viel Infanterie. Was wir mit den Reitern machen müssen, ist die Ballisten ausschalten. Das auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay, das wird uns interessant werden. Also die Gegner, die einen Gegner sind Sergeants beritten, ne? Deswegen werden wir da auf jeden Fall die Speerträger erstmal einmal nutzen. Die dafür komplett einmal zu missbrauchen. Wir stellen euch mal hier hin. Seid ihr zwei? Ihr seid natürlich nur die eins, weil so viel haben wir nicht. Aber hier werden wir auf jeden Fall benutzen. Und der ganze Rest. Weiß ich auch nicht genau. Vielleicht klappt es auch nicht. Wir werden da so einen kleinen Keil machen. Drei. Und einmal die vier. Vielleicht laufen die ja auch rein, ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie so blöd. So. Aber direkt vor uns sind, können wir auch eigentlich rauf da. Nee, so war das nicht geplant. Shitte. Und ihr gebt einfach mal Gas und haut ab. Bitte. Es ist wichtig. So, die 3 und die 4. Das Ding ist, wir haben unten Ballisten stehen. Ballisten sind scheiße für uns. Ah, ich versuche ein bisschen was hier zu regeln. Ja, die haben halt auch Armbrustschützen. Das ist halt so ein Problem. Hauen die echt ab? Ich finde es übrigens cool, muss ich sagen, dass wenn hier die Truppen ein bisschen besser sind, hier sieht man ja so Schilde, so silberne, dann sehen die schon viel krasser direkt aus hier. Finde ich ganz cool gemacht, dass man das auch sichtlich erkennbar gemacht hat, wenn eine Truppe besser ist. Jetzt kommen sie zurück. Die müssen wir im Auge behalten. Das ist jetzt interessant. Wir sind sehr schnell jetzt gewesen. Jetzt heißt es ein bisschen Rennen mittlerweile tatsächlich. Wir müssen einmal außen rum. So. Und drauf geschissen, wir warten nicht. Wir müssen den Ansturm machen. Da dürfen wir nicht warten. Und euch. Ich würde einfach mal da hin. Aber List ist eigentlich auch schon zu spät. Rennen die jetzt alle weg? Are you serious? Ich sollte rennen. Kinas, das haben wir doch schon ein paar Mal jetzt geübt hier. Oh shit! Nee! Das ist okay. Oh, die wissen ganz genau, wo sie mich treffen können, die Ficker. So. Da ist der General drin. Bitte nicht. Oh, nicht gut. Ja, die kommen gar nicht zum Schießen. Kann das sein? Kann das sein, Junge? Lol. Da habe ich ja gar nicht mitbekommen. Nee, so nicht. Ja, es sind sehr viele geflohen. Da haben wir leider nicht Ansatz, aber eigentlich sind das die wahrscheinlich. Das sind eher die aus der Stadt. Ich hoffe einfach mal. Die Stadt dürfen wir eigentlich so oder so jetzt bekommen. Vom Ding her. Da dürfte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Wie sieht es hier aus? Ja, wir schießen unsere eigenen Männer ab. Das ist tendenziell immer gut. So, einmal herkommen. Und oh, ihr schießt bitte nicht mal weiter auf meine Männer. Danke. So, jetzt haben sie aber ein Problemchen. Danke.
150 Mann nur verloren, vollkommen in Ordnung. Ich habe mit um einiges mehr gerechnet, muss ich sagen, aber das ist gut. Und somit ist Brügge wieder unser. Die Antwerpen und Brügge machen ganz oft Stress immer. Das sind so auch, ja. Oh, was eine Überraschung. Wir werden angegriffen. Es war klar, dass es früher oder später passieren würde. Schade. Herr Kollege. Ja. Gut, aber ich sag mal so, für die Mongolen ist das hier schmackhaft. Die haben keine andere riesige Militärmacht irgendwie. Adoption wieder gescheitert. Wald ist erobert. Na, dann kommt das. Kommt gar nichts, ne? Reims wieder, ja. Natürlich, natürlich, klar. Türken und Mongolen sind... Okay. Ja, wir können hier nichts machen. Jetzt bringt nichts, wenn wir jetzt versuchen, hier mit denen zu verhandeln. Der Zug ist abgefahren. Die wollen uns. Die wollen unseren Hintern. Ja, die können wir dich noch retten. Vielleicht brauchen wir auch Krakau da nicht zu verteidigen. Ihr könnt euch gerne um die Mongolen kümmern. Mich juckt das nicht. Ich versuche hier eine Armee jetzt aufzubauen. Zwei Armeen, mehrere Armeen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein paar. Die nehmen wir nicht ein mit dieser Armee. Wie machen wir das jetzt? Wir können ja nicht alle Einheiten überall aufladen. Scheiße. Ihr alle, geht mal bitte nach da oben und lasst euch einmal aufladen, bitte. Wir brauchen jetzt hier gute Truppen gegen die Mongolen. Ich hoffe, dass wir hier was reißen können. Oh, das wird unschön. Ja, da ist jetzt natürlich ein großer Mongole auf dem Weg nach oben. Der wird auch sich wahrscheinlich Novgorod nehmen. Da müssen wir halt kein Hehl draus machen. Das ist halt hier alles frei. Alles frei. Das kann er alles easy einnehmen. Ich können wir vielleicht noch retten. Komm rein, aus Prinzip kommst du jetzt einfach mit. Wir retten auch noch hier die Prinzessinnen. Läuft bei uns. Ja, Rührzahn und sowas. Vielleicht bleibt das sogar erhalten. Vielleicht gucken die Mongolen auch nicht, was hinter denen alles war. I don't know. Na, ja, deswegen lasse ich auf jeden Fall die Mauer hier aus Ungarn und so, weil ich... Scheiße halt, ne? Ich bin halt jetzt hier nicht unten in Spanien und habe mit den Mongolen nichts zu schaffen. Die sind natürlich jetzt eigentlich direkt an mir dran hier, auf jeden Fall. Auch wenn ich hier cutten würde, sind die halt auch wieder an mir dran. Ist halt alles ungünstig gerade. Beruhigst du dich, Metz? Nein, beruhigst du dich nicht. Sag mal... Oh, ey... Also so manche Städte hier, ja, das sind solche nervigen Leute. Das glaubst du nicht. Ah, geh halt du erstmal da rein. Bringt auch nix. Nice, dann geh du da rein. Bringt auch nix. Mega. Vielleicht hilft das ja. Ja, ich brauche auch Bär nicht mehr zu einzunehmen, also. Ach Leute, aber Innsbruck geht. Wo gehst du denn bitte lang? Jetzt sind wir im mailändischen Raum. Das mögen die bestimmt, wenn da deren Armee durchläuft. Wie gehst du denn einfach da lang gehst, danke. So, Reims wird demnächst kaputt gehen. Davon ist auszugehen. Hier können wir... Vielleicht können wir hier ein paar Einheiten loswerden. Ich hoffe es einfach mal. Oh, ohne dass es Stress gibt. Das mag man gar nicht mehr glauben, dass es das noch gibt. So, Geldspann an jeder Ecke. Ja, hier oben ist Ruhe erstmal auf jeden Fall. Ja, das müssen wir jetzt eigentlich mal versuchen hier, ne? Zack. Das ist ja ein easy Ding eigentlich, nur dass wir halt kaum Kavallerie haben. Oh, das gab gut Geld. Das gab sehr gut Geld. Das war nice. Jetzt können wir ein bisschen vielleicht mehr hier machen. Wie zum Beispiel, da müssen wir nicht so einen Scheiß hier herstellen. So. Ich stelle Magdeburg auch nochmal eine Armee her für Breslau. Damit wir... wir sollten davon gleich ein paar haben. Wir sollten uns, glaube ich, sowieso am meisten auf Kavallerie und so spezialisieren gegen die Mongolen und nicht gegen mit Infanterie. Hier damit ein bisschen. Wir brauchen mehr Kavallerie. Die Baronstelle brauchen wir bitte. Wir brauchen mehr Reiter. Der Scheiß muss dann hier auch gleich mal weg in Toren. Da haben wir halt noch so die Billigeinheiten. Ganz hart eine Schmache. So, wir müssen halt versuchen, jetzt hier unsere Blanke im Osten zu verteidigen. Die wir jetzt uns hart erkämpft haben, ja. Oh. Ich wollte nur sagen, ich wollte gerade versuchen, einfach mal irgendwas auszuprobieren. Und es hat geklappt. Ich hätte ausradieren sollen. Ich hab's vergessen. Shit. Guck mal, ob das was bringt. Was so reparieren geht schnell. Das ist ja ein Marktplatz. Das ist ja auch ein öffentliches Gebäude für die. Ich mach mal das da. Ob ich, oh, das bringt was. Ah, guck mal, Tatsache. Ist erstmal ein bisschen Ruhe. Nürnberg war wichtig einzunehmen für das Geld.
Laufen wird hergestellt. Metz können wir auch herstellen schon mal. Boah, Leute, Leute, das wird nicht lustig, was da passieren wird. Und Paris geht's wieder schlecht. Nice. Das sind so Sachen, die will ich doch erreichen. Oh, eine orthodoxe Kirche. Und ein Marktplatz. Dass da kein Marktplatz drin ist, wundert mich. Ja, Markt, hast du die weitere Entwicklung. Na gut, aber bauen wir trotzdem. So, jetzt haben wir jetzt eine fette Armee drin. Die wird auf jeden Fall gleich dann nach Rennes einmal abhauen. Ja, weil wenn Rennes hier eh zu einem Rebellen gehört, können wir das easy für uns benutzen. Und ist auch eine große Stadt. Ja, auch nicht verkehrt ist, wenn sie uns gehört. Wegen Geldmitteln. Ansonsten sieht es hier gerade ganz okay aus. Wir müssen halt wirklich... Also die Mongolen werden jetzt eins nach dem anderen oben einnehmen. Novgorod und wie sie nicht alle heißen. Die werden jetzt schnell viel einnehmen hier. Reimster, nimm es doch jetzt einfach. Das ist ja jetzt auch hier eine kleine Farce. So, was können wir machen? Waffenstillstand. Handelsrechte. Karteninformation. Nehmt an oder wir greifen an. Das wird alles nicht funktionieren. Aber vielleicht die Bestechung. Hat übrigens bei mir noch nie funktioniert, die Bestechung, muss ich nochmal dazu sagen. Aber ich versuche es immer ab und zu, weil man weiß ja nie. So, Krakau könnt ihr gerne versuchen zu beschützen. Ich hätte halt gerne auch noch eine weitere Armee hier. Oder den Polen gerne hier, der mit gegen die Mongolen steht. Da möchte ich nicht alleine dastehen. Bei dieser Verteidigung. Das wird so eklig, Leute. Das wird so eklig. Ihr kommt bitte nach oben. Ein paar Speerträger schaden nie in einer Armee. Er sagte es und hat gesehen, dass er eine Menge Speerträger schon bereits drin hat. Geil. Dann kommt mal wieder zurück. Das war dann nicht so klug. Aber Kavallerie finde ich gut. Zack. Jetzt passt da rein. Die Speer, keine Sorge, die werden wir natürlich auch noch austauschen. Hier die Bogenschützen, das können wir so nicht drin lassen. Ja. Magdeburg wird schon fleißig hergestellt, so lobe ich mir das. Oh, gute Bogenschützen brauchen wir auf jeden Fall auch. Geben auch nach Torne, können wir die austauschen. Oh Leute, da bereiten wir uns auf jeden Fall jetzt kurzfristig auf was vor. Ich hoffe, das reicht. Und irgendwas hier, irgendwas Sinnvolles machen, niedriger Steuersatz ist halt schon drin, ne? Die machen aber auch die ganzen öffentlichen Gebäude wieder kaputt. Was soll ich denn da machen? Frechheit. Was wir machen können, ist einen orthodoxen Priester hier rüber schicken. Vielleicht kann der hier ein bisschen was machen. Ein bisschen hier unseren Glauben verbreiten. Damit wir es nicht so schwierig haben. So, das Ding lassen wir hier. Das ist viel zu unhandlich, um es zu bewegen. Dann... Zack, nehmen wir die noch dazu. Das ist ein bisschen leichter einzunehmen dann und rüber da. Wichtig ist halt, dass wir hier weiter einnehmen. Du bist komplett falsch, Kollege. Du gehst bitte nach da oben. Ich will auch den Polen. Das, ist das hier die letzte Zuflucht des Heiligen Römischen Reiches? Das sieht so aus, ne? Weiß er nicht genau. Mal schauen. Muss auf jeden Fall noch hergestellt werden. Hier muss... Ja, bevor ich jetzt hier neue Einheiten erstelle, wie wäre es denn, wenn wir ein paar aufrüsten? Halte ich viel von. Okay, Nürnberg haben uns gesnaggelt. Aber da behalten wir erstmal drin und gehen mal in die nächste Runde. Ja, geht ja nicht. Der Ficker will ja nicht. Was sollen wir da machen? Na, schade. Oh, eine Überraschung. Vilnius wird angegriffen. Ach komm schon. Jetzt werden die Rebellen auch schon wieder aktiv. Das ist kein gutes Zeichen, Alter. Schwierige Zeiten. In Novgorod kommen tatsächlich nur einige Generäle. Leute, wird langsam knapp jetzt. Wird wirklich knapp. Polen und die Mongolen haben Frieden geschlossen. Toll. Aber mit mir wollen sie keinen Frieden. Wirklich verarschend, Spiel. Warum denn mit den Polen und mit uns nicht? Wahrscheinlich, weil die jetzt hier zu viele Truppen haben oder was. Das gibt ja gar keinen Sinn. Schade. Nur dann nicht. Aber Krakau behalten. Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie das dass die Mongolen wieder hintergehen werden. Also ist das okay für mich. So. Ihr seht, so langsam wird das hier sicherer, hoffentlich.
Thorn wird auf jeden Fall zu einer sicheren Stadt. Der bekommt auch nochmal einen General dazu, weil der eine schon relativ alt ist. Das heißt, wenn wir die vier rauswerfen, ist easy. Dann kommen noch die drei Bogenschützen rein da, plus noch der General, dann ist wieder voll. Und die müssen halt gucken, dass wir die demnächst mal upgraden, wenn wir können. Hier haben wir noch ein bisschen Kavallerie, einmal wieder nach Breslau rüber. Ich versuche natürlich zu schützen, wo es geht. Ja. Ist egal, wahrscheinlich, wenn wir herstellen. Ich kann mir nur einen leisten. Okay. Ja gut, wir haben jetzt auch sehr viel hergestellt, ne? Vielleicht können wir daraus was aber machen. Ja, wahrscheinlich ist es zu viel, ne? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Aber das geht sogar. Okay, dann machen wir so. Frage ist, was darf ich hier alles rausnehmen? Ja, das ist nämlich die Frage. Na komm. Das muss jetzt demnächst schon okay sein. Ich darf nicht staufen, mach nicht sowas. Aber das reicht. So, du gehst bitte nach ins... Wow, das ist jetzt aber mehr geworden, ne? Nee, so schaffen wir das nicht. Dann gehst du bitte auch nach Bern. Wir versuchen uns Bern zu snacken. Reims macht irgendwie keinen Aufstand mehr, aber das wird bestimmt sich gleich wieder ändern. Okay, Sain wird angegriffen. Und was haben wir denn da zu kämpfen? Gegen was? Gegen eine gute Mischung, aber wir haben kaum was selber dabei. Würde ich gerne tatsächlich Kavallerie rüber schicken, aber ich habe hier gerade keine. Ja, die hier halt, ne? Machen wir so. Das schaffen die hier schon. Zack. Machen wir kurz lieber so. Sicher, sicher. Oh, Leute. Ich bin auch schon wieder ewig am Aufnehmen hier. Oh, Schlacht starten, da brauchen wir gar nicht warten. Wo ist die gegnerische Armee? Da hinten. Da können wir auf jeden Fall nicht einfach reinrennen wie ein Irrer. Nee, nicht rennen. Nicht jetzt schon hier erschöpfen. Ganz ruhig. Alle herkommen. Dort hinten sind sie. Ach, schon ein weiter Weg, den sie laufen müssen, ne? So, jetzt müssen wir halt ein bisschen warten. Ne? Weiß gar nicht, wohin bewegen die sich? Nicht wirklich gerade, bewegen sich gerade gar nicht. Dann warten wir halt da ab. Dann schließen wir erstmal uns gern zusammen, gar kein Problem. Das Ding ist, das sind halt Feudalritter schon. Die sind natürlich schon heavy, gell? Oh, man. Wir haben natürlich auch schwere Kavallerie, die ist nicht so gut geschützt. Aber das reicht trotzdem, um siegen zu können. Ach, wisst ihr was? Ich mach mal kurz einen kleinen Cut, bis sie da sind. So, ich habe natürlich ein bisschen was dabei gedacht. Ich habe jetzt das erstmal aufgestellt, die sind alle da. Wir werden jetzt so einmal ein bisschen nach vorne marschieren und schauen mal, wie das wird. Die werden sich ja auch, denke ich, ein bisschen, ich sag mal, in Bewegung setzen, wenn wir vielleicht in die Nähe kommen. Mal schauen. War auf jeden Fall wichtig, dass wir unsere Truppen zusammenführen, weil ich glaube, das hätten wir ein Problem gehabt. Das ist, glaube ich, schon ganz gut, weil es sind wirklich gute Einheiten da drüben dabei. Allerdings, die bewegen sich halt nicht, ne? Und im Waldesgebiet sind halt noch mehr als nur diese Truppen, die wir da jetzt sehen. Wäre ich schon längst drauf gerannt. So. Die bewegen sich halt echt nicht, ne? Jetzt sieht man aber auch mehr, sehr gut für uns. Armbrustschützen, Armbrustschützen. Und sie werden aktiv. Okay, jetzt kommt es drauf an. Rein da. Hier haben wir... Ups, was ist denn da? Irgendwas konnte ich angreifen. Achso, okay, dann greife meinetwegen an. Du, nach da. Du, ah ne, die gehen mit du nach da. Die ist nach hier. Und hier werden wir einfach mal reinsemmeln, I guess. So, ich glaube, so ist okay. Jetzt laufen sie wieder weg. So geht es nicht. War das deren Hauptmann? Das war unser Hauptmann. Das ist ja schon mal... Ach, wir sind in deren Speerträger auch noch reingelaufen. Mann, war das intelligent? Oder kann er rechnen können? Scheiße, 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 scheiße. Oh, wir werden selber beschossen. Das bringt gar nichts. Voll!
Ach, fuck it, DM, ey, das ist gar nicht gut. Aber, es fliehen alle. Weißt du, das mag ich gar nicht in solchen Sachen, muss ich sagen. Warum fliehen denn jetzt einfach alle, weißt du? Und guck mal, können die nicht abhauen ordentlich? Ja, never mind. Hauptmann haben wir noch bekommen. Wir verlieren tatsächlich Sain. Ich hätte es nicht gedacht. Alle einmal sammeln. Sammeln kann wirklich hilfreich sein. Das Ding ist, wir sehen hier auch nichts. Ich hasse es, wenn du solche Karten hast, wo du nichts siehst. Das ist alles, ne? Die sind alle im Wald. Das ist scheiße, sowas. Nee, nicht du. Du nicht. Danke. Ja, vielleicht können wir damit was machen. Ich weiß es nicht. Ein Beschossener ist auch nichts in der Sache. So, wir gucken, dass wir die Speerträger schnell rauskriegen. Schritt für Schritt. So, die werden wir jetzt einzeln einmal hier bewegen. Zurückziehen. Kommen wir mal passend. Komm zurück. Der Ansturm, den nehmen wir halt mit. Darum geht's mir. Deswegen, sie haben sehr viele Speerträger. Und wir wollen natürlich nicht die Speerträger auf uns locken. So, diesen Futsch. Hier haben wir. So, wo sind meine Speerträger? Ich will einmal bereit machen. Das ist gar nicht, was ich hier... Nee, nicht, das sind alle Speerträger. Weg mit euch. Weg mit euch. Guck mal, wie auch immer direkt 50 Kilometer. Was soll das denn? So, rein da jetzt. Das bringt... Nee, du schießt jetzt wieder auf unsere Männer. Das ist auch nicht richtig. Nein. Oh, da kriegst du doch aber Krämpfe, Junge. Es ist... Jetzt rennt einfach. Rennt. Es ist kein Witz. Rennt. Danke. Ach nee, egal. So ist egal. Oh, Junge, Junge, Junge. Ey, mach doch sowas nicht. So, wir haben es geschafft. Sehr gut. Bestimmt wieder. Ah, diesmal haben wir sogar bekommen. Ich glaube nicht. Und du wirst aber mithelfen. Du bist da rein. Gut, wir konnten es ja eben beschützen. Reims. Ja, mal schauen, wie das wird. Staufen, stellen wir was sicher, aber das reicht auch. Wir gehen auf jeden Fall jetzt auf Bern drauf und eventuell danach auf Dijon. Damit die Franzosen auch mal langsam hier weggehen. Und wenn wir dann langsam in die Halbinsel hier reinkommen, können wir dann auch, also die scheint jetzt ja von den Spaniern dominiert zu werden. Wobei, wie geht's denn den Mauren? Die sind ja auch da. Oh, die scheinen eine Koexistenz zu führen. Wir können auf die Diplomatie mal schauen. Na, okay. Mauren und Spanier bekämpfen sich. Gut. Ich würde dann auf jeden Fall demnächst irgendwann hier reinschneiden. Natürlich erstmal den Spanier angreifen, einfach nur weil ihm hier Bordeaux gehört. Das wollen wir natürlich dann mitnehmen. Und dann können wir halt easy hier unten rum. Hier unten ist, wie ihr seht, kaum irgendwie. Ja gut, hier sind die Sizilianer. Na gut. Das Ding ist, mir macht nur der Osten am meisten Angst. Das ist aber in dem Spiel generell so, ne? Aus dem Osten kommen die Mongolen, die machen einen Angst. Ihr seht ja auch warum. Sind nicht wenige Einheiten und sind auch nicht schwache. Sind wirklich starke Dinger. Wer mein vorheriges Let's Play geguckt hat, wo wir Ägypten gespielt haben, der weiß, wie die uns auseinandergefegt haben teilweise und wie stark die einfach sind. Und wir echt Probleme hatten teilweise auch ganz oft. Timuriden, gut. Ne, auf die, und die kommen auch aus dem Osten. So. Aus dem habe ich auch, vor denen habe ich auch richtig Sorge mit ihren Elefanten da und die auch krasse Einheiten. So. Mal schauen, wie sich das hier so weiterentwickelt. Innsbruck ist erstmal Geschichte für uns, das ist okay. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir hier weiter einnehmen können im europäischen Raum. Und den Osten haben wir halt schon gesagt, dass wir Thorn und Breslau zu kleinen Bollwerken umfunktionieren. Die vielleicht die Mongolen teilweise abhalten können. Das Ding ist, wenn so drei volle Armeen auf Thorn gleichzeitig einprasseln oder eine ganze, könnte das vielleicht das schon gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ja, mal schauen, wie das hier weiterläuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei einer gefallen. Und wir sehen uns bei einer weiteren Folge von MediWizard Total War wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein.